Ich habe einen zweiten Pterodactylus. Oh, Guck mal. wie süß. Kleiner, schau mal. Der Dino fliegt immer hin und her. Boah, warum fliegt er denn nicht einfach weg? Haha, natürlich tut er das nicht, weil. Gute Frage eigentlich. Oh, schau mal, das lag auf dem Boden. Es ist ein DNA-Teil. Oh, vielleicht kann Jossula was damit anfangen. Guck mal, hör den coolen. Toll, diese Babys machen auch nicht so viel Dreck wie große Dinosaurier. Cool. Gut. Mal kurz unsere Zypressen wässern. Ah, ne, das sind die Tulpen. und die Zypressen. Alle Dinos im richtigen Gehege. Das ist ja schön. Jetzt haben wir dieses DNA-Teil gekriegt. Guck mal. Pteranodon, auch ein Flugsaurier, ne? Mal gucken, dafür brauchen wir 10.000 Bernsteine. Da müssen wir noch ein bisschen versparen. Aber das ist ja cool. Schön, können wir dann später irgendwann machen, ne? Ja. Mal gucken, ob es noch irgendwas Neues, anderes gibt. Versuche gerade noch einen Lustiges. zweiten Archaeopteryx zu züchten. Guck mal, hier habe ich jetzt erstmal einfach ein zweites Gehege angesetzt für den zweiten Dilophosaurus. Weil das nämlich erstmal billiger war, als das Gehege so viel zu erweitern. Und ich brauche das Gehege sowieso später, habe ich gesehen, im nächsten Level. Da kommt nämlich ein Uteraptor dazu. Utahraptor, cool. Ja, ne? Ja. Dafür können wir das dann Richtig benutzen. viel Geld Dann braucht ist es man schon dafür. fertig. Aber du hast nicht so viel Geld. Nee, ist ja auch erst im nächsten Level. Bis Ja. dahin sparen wir noch. Und jetzt möchte ich gerade ein bisschen sparen. Fehlt ja nicht mehr viel. Ja. Werde ich mir jetzt hier noch ein Grundstück dann gleich kaufen, damit ich Platz habe für noch ein Waldgehege. Weil ich ja auf alle Fälle hier, wenn ich die hier irgendwie kaufe, was der hier, ja, der Kentrosaurus, brauche ich ja auf alle Fälle Ja, sieht echt noch ein cool Gehege, ne? aus. Genau.